Dam-di-dam-dam. Okay, dann gucken wir mal. Den von Danny und Van Horn haben wir ja gekriegt. Welcher war denn das? Der hier, glaube ich. Den hier. Den haben wir gefunden. Der hier. Und der Floor und der Top. Okay, da war schon wahrscheinlich, muss ich die alle kaputt schießen. Na, schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. Ja. Das wird schon. Jetzt sind wir aktuell nördlich von Annisburg. Bei der Kollege hier. Hey, da ist so ein Horn, ist dann nördlich. Genau, da haben wir hier. Bei dem komischen Haus da. Das ist alles komisch. Unten waren wir schon. Okay, was haben wir hier noch? Den Biber, den müssen wir auf jeden Fall noch fangen. Bevor hier noch irgendwas anderes Komisches passiert. Den Biber brauchen wir noch. Mal gucken. Ja. Also, wir fahren jetzt zu Mika. Haben wir noch was anderes zu tun? Ich denke, so ein langes Leben werden wir nicht mehr haben. Ah, Sadie. Ah, warum jetzt zur Sadie noch? Ich glaube, wir fahren das mal zur Sadie Adler. Das wird. Die wird sich damit nicht abfinden, was da Gottwande Linde macht. Genau, wir fahren mal zur Sadie erstmal. Ist mir wichtig. Die Sadie, wo ist jetzt mein Hotel hier? Hier ist es. Zu essen mit. Das ist nicht Sadies Leben. Hey, mit dir. Gerade. Das ist mir nach wie vor noch ein Rätsel.
Wer ist das? Wer ist das? Was haben die hier gemacht? Die hätten sie vielleicht verfolgen müssen, oder? Vielleicht hätten wir sie verfolgen müssen. Ganz komische Geschichten sind das hier. Was sind das? Das Wildschwein gewesen, ne? Das ist Pluwer der Morsch. Ganz, ganz ekelhaft. Na gut. Ich hab schon einstecken zu essen. Wildfleisch, Kleinfleisch, na viel haben wir nicht mehr, ne? Kann ich nie auch mal klein? Das Rezept habe ich ja bestimmt. Müssen wir es mal lagern. Mal sehen, vielleicht kann ich irgendwas herstellen. Ich habe noch nie rausbekommen, wie ich dieses Kleintier. Diese Kleintierpfeile, wie kann ich die herstellen? Das habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden. So, das Lager abbrechen wollte ich ja noch, ne? Das Lager berechnen. Was ist denn das eigentlich hier? Das ist ein altes Hausboot. Was ist das? Aha. Okay. Gibt es hier irgendwas zu holen? Premium-Zigaretten nehmen. Da müssen wir erstmal wieder quarzen. Das ist immer gar nicht so gesund. Mhm. Untersuchungsgerät.
Okay. Die 10. Huha. Ist der? Wieder was gefunden. Gibt's ja noch irgendwas? Der Grammophon? Sieht sogar relativ geräumt aus, ne? Kisten. Bett. Das ist doch der Ausgang. Ich meine, gut, hier kann man. Na, hier ist eine Waschecke. Das ist wie so eine Küche, soll das wahrscheinlich sein, so ein bisschen. Vorratskammer, Küche. Ja, und hier kannst du, wie gesagt, entweder aus den Kisten kannst du das. Hey, das ist eigentlich cool gemacht, ne? Wer hat hier gewohnt? Wem ist das hier? Mit einem Grillplatz noch ein Bett. Da liegt eine Karte, guck mal. Aha. Da liegt eine Karte. Muss ich da glatt erstmal markieren? Sorry. Wo bin ich hier? Van Horn, Blue. Ich bin hier im Bluewater Marsh. Das ist Trappers Kabin. Wo ist das? Ach, dort. Ah. Guck mal, da war ich noch nicht. Phonograph. Da. Sehr, 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 sehr schön. Das Trappers Kabin. Just in Money. Okay, müssen wir dort noch hinfahren. Da war mal jetzt auch noch nicht Trappers Kabin. Und Trappers Kabin war noch nicht. Also fahren wir jetzt nochmal hier hin. Ist ja echt hier. Ist ja ekelhaft hier. Ah, cool. Sehr schön. Haben wir zwei Bilder eingesammelt wieder. Vielleicht schauen wir das an, noch bevor er abkratzt, der Kollege. Wah! Schwein, du, Schwein, du. Ja, ich weiß. Ich brauche eigentlich nur das Fleisch. Heute. Ich brauche nur Fleisch. Ich gehe nur Fleisch. Ich esse Fleisch. Ja, das kannst du fallen lassen. Einmal zwar das Schweinefleisch. So, gibt es hier noch mehr zu essen? Wir müssen unbedingt hier noch den Kollegen abfangen. Ja, ist eigentlich ein gutes. Es war ein gutes, ne? Da kann man das doch eigentlich auch speichern. Wo steht denn meine Meere schon wieder? Komm her, komm. Kann man eigentlich dieses Boot benutzen da hinten? Das da? Weiß ich nicht. Yep, yep, yep. Durchs Auge. Und trotzdem sagt, das ist schlecht, ne? Also. Hm.
Was haben wir denn jetzt hier? Schlechter Alligatorhaus. Viermal Großwildfleisch. Alligatorzahn. Weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen nur das Fleisch. So, komm her. Wo ist man denn hier? Der gute Salbei. Hatte ich nicht noch so eine Challenge, dass ich irgendwas herstellen musste aus irgendwas? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, muss ich mal gucken. Challenge hin, Challenge her. Guck mal. Hatte ich nicht noch irgendwas? 2 von 9 Gegenständen mit Indianer-Tempak. Aha, Stadtbewohner muss man auch noch vorüberfallen. Ach, das wird ja anstrengend. Was wir eigentlich alles noch vorhaben. Gibt's hier irgendwas? Ach, das war doch ja Trappers Kabin. Igitt. Das ist ja hier, Gibt's hier irgendwas? Hallo? 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 Jemand zu Hause? Hallo? Hier war ich tatsächlich noch nicht. Okay. Das ist der Trapper Kekse? Cracker. Ich glaube, die Sadie, die wird sich ja Waschbeckenschrank untersuchen. Okay. Schauen wir mal. Tatsächlich gibt es hier Kentucky Bourbon und Dosengemüse. Guck an, du. Das Problem ist, was wollen wir denn noch hier? Was wollen wir denn mit dem ganzen Geld noch? Gesalzenes Fleisch, das ist gut. Das ist ein Jäger. Gemahlener Kaffee. Krallen in den ganzen Vorräder. Hat man die noch irgendwo? Oh. Scheinbar nicht, nee. Ich mach ein Stückchen Kaffee, ne? Siehst du ja tatsächlich keine Premium-Zigaretten oder ähnliches. Scheiße, auf dem Klo noch irgendwas? Nee. Da ist tatsächlich nichts. Da ist ein Boot vielleicht. Kann man hier... ha! Das war ja wieder gar nichts. Jetzt? Ja, war bestimmt schlecht, oder? Texas Klapperschlange. Schlangenhaut gut. Zähniges Fleisch. Wartet mal kurz. Was war jetzt los hier? Die Technik hat gerade gesponnen. Eieiei. Hier ist tatsächlich nichts. So. Okay, jetzt hätten wir das auch abgefrühstückt. Wo müssen wir jetzt noch hin? Was ist das? Ghost of Age Stand.
Können die auch mal angeln, ne? Macht mir tatsächlich am meisten Spaß, so dieses rosa Löffler. Zweimal Schwungfeder. Ich brauche noch irgendwie dieses Kleinwildfleisch. Ich weiß nicht, ob ich da diese passende, ja, die Kleinwildpfeile sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich da die passenden Pfeile dafür habe. Habe ich nicht noch ein Womit-Gewehr? Das ging doch damit auch, ne? Oh, das noch nicht. Sehr gut. Schlange. Ja, das kannst du mit dem Ding gut machen. Ah, plötzlich komm schnell hier raus. Komm, das geht gar nicht. Das ist ekelhaft. Was haben wir denn hier? Ein Berg. In so einem Hügel versteckt sich meistens auch immer irgendwas Komisches. Was ist das? Alligator-Eier. Was bitte macht man mit Alligator-Eiern? Und es fängt an mit Regnen. Ich mag dieses Wetter nicht. Es ist nicht schön. Dreifarbige Reihen, also egal, ist jetzt alles nicht. Gott, wenn ich meine. Das kann ich jetzt aber auch nicht damit erfüllen. Doch, wir rauchen einfach mal eine Zigarre. Uns geht's nicht gut. Wir haben PVC. Wir rauchen einfach mal eine Zigarre. Schwungfedern. Hier könnte man tatsächlich auch mal angeln gehen. Was haben wir denn hier alles noch? Was ist denn hier? Gibt es irgendwas zu holen? Ist irgendwas? Nee, ist einfach nur ein Kern, der an den Dreck gezogen wurde. Von irgendeinem Dieb wahrscheinlich. Warte mal. Oh, meistens immer so irgendwas unten drunter. Nee, ne? Diesmal tatsächlich nicht. Oha, es wird. Lusteromungo, was ist jetzt hier? Wie spät ist denn das überhaupt? Ich suche da doch mal, bin ich. Das macht mich alle hier 10 Uhr irgendwas. Oh, eine Schlumpfschildkröte. Ich möchte meinen Wikingerbeil, genau. Das ist nämlich cool. Viele werden jetzt sagen, was hat die Schlumpfschildkröte euch getan? Wir werden sie einfach mal probieren. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Geierschildkröte. Okay, nee, ich kann damit eh nichts machen.
Lasst mich in Ruhe, ich will nichts von euch. Ich bin einfach nur ein jagender Bürger. Geht weg, bitte weitergehen, bitte weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen, bitte weitergehen. Es gibt... Ja, ich weiß, ich gehe ja schon. Entschuldigung. Bin schon weg. Es tut mir sehr leid. Ich kann hier bestimmt gut angeln. Das wäre so eine Challenge, wenn ich alles mal angeln könnte. Ne? Oh Mann. Mit den Special-Köders. So, was haben wir denn? Irgendwas? Okay. Ein Kanu. Können wir das nehmen? Okay, ich muss hier raus. Ich habe Angst. Wait a moment, ich brauche eine andere Waffe. Brauche ich das? Ne, ich brauche die eigentlich nicht. Das hat ja der Teufel gesagt, dass hier unten irgendwo eine Kiste versteckt ist. Was ist das? Alter, was ist denn mit ihm hier? Das ist ja ekelig. War das eine Kiste hier verbitteln wollen, der Kollege? Na, gucken wir mal, was ist denn hier drin? Aha, ein Münzensack. Ein Münzbecher. Magenbitter kann ich nicht nehmen. Das kannst du selber trinken. Ja, Kollege, ne? Wolltest du deine Truhe hier? Würde ja gerne helfen. Bist aber hier vom Kroko Fand angestochen worden. Du armer, du armer, du. Was? Was? Ach du. Was? Ich höre da irgendwas. Was ist los? So, was mal vorne mal. Man. Dort haben wir auch so. Und Money. Da müssen wir jetzt noch. Wo will ich jetzt noch hin hier? Aberdeens Schweinefarm. Na, da wollen wir nochmal hin. War nochmal zu Aberdeens Schweinefarm. Da haben wir nochmal da gucken. Und mal kicken da, was da los ist. Ich mag das so gerne hier, wenn man hier einfach so hier quer durch die Landschaften reitet und hier und da was entdecken kann. Nö. Na, ist okay. Geh weg, stinkst. Ah. War ich nicht schon mal auf der Schweinefarm von Aberdeen? Da war ich doch schon mal. Ich hab keine Ahnung, ob ich da schon mal gewesen bin, ne? Ich würde das Spiel so gerne nochmal spielen und nochmal und ich würde das gerne auch alles nochmal neu erleben und mal anders spielen. Ach nee, wait a moment. Ah, ist okay, warte mal. Warum ist das nicht unser liebes Trinkspiel hier? Oh Gott, no, ey, echt. Ich war ja noch nicht... Aber ich wäre. Was haben wir denn hier? Das Mammutgewehr will ich nicht mitnehmen. Ich wäre die doppelläufige. Vielleicht können wir die mitnehmen. Und hier können wir die. Haben wir die abgesägte irgendwo noch mit? Nee, ne? Ich habe auch kein Öl mehr. Habe ich noch Öl? Kann ich fliegen? Ich kann nicht reinigen. Schade. Mit Rolling Block, doppelläufige, seltene Flinte. Naja, die sind beide nicht so toll. Der halbautomatische fetzt ja eigentlich am meisten, da kannst du ganz schön durchballern. Na gut, wir werden uns dieser Geschichte stellen, egal was passiert. Ich möchte wissen... ...was in Aberdeens Geschichte passiert.
Wir hatten diese Geschichte, glaube ich, mal getriggert und sind abgehauen, ne? Alles klar. Was ist mit denen? Wo ist der hier, Mann? Look out, Mister. Was ist mit dem? Was für ein Fettsack, Alter. Die reagieren gar nicht auf mich. Was ist da los? Okay. Ist noch relativ aufgeräumt hier. Sagen. Die Geschichte hier triggert es irgendwie nicht gerade. Kann ich es jetzt auch nicht ändern. Ne? Dann ist das jetzt so. Tatsächlich alles ziemlich cool aufgeräumt, ne? Also das ist Bad, ne? Hinterausgang. Ist alles sehr ordentlich, trotz alledem. Irgendwie wahrscheinlich die Geschwister getriggert hier und dann passiert auch nichts mehr. Was ist hier oben? Oha. Okay. Schade. Da ist auch nichts drin. Das ist tatsächlich nichts holen hier. Das sind doch Premium-Zigaretten, das sehe ich doch. Schade, dass das jetzt gerade nicht triggert hier. Okay, hängt Balken davor, das ist sehr weird. Tatsächlich, guck mal, das ist jetzt sehr aufgeräumt hier. Ich kann jetzt echt nicht beklagen, dass das jetzt irgendwie schlecht aussieht. Was mal hier? Magen nehmen wir nicht. Schrank durchsuchen.
Er will höchstwahrscheinlich jetzt nicht mit uns spielen. Von Süden her, hat er gesagt. Gibt's einen Raum? Ah ja. Okay, warte mal. Ich sehe nichts. Das muss ja hier sein. Da komme ich ja nicht rein. Nee, das ist hier dahinter. Da muss ich ja schon mal gucken. Kommt man da rein? Vandalismus. Oh Junge. Komm jetzt nicht hier rein, oder was? Doch, jetzt komme ich rein. Gucke ihn an hier. Ah. Das ist... Nee, warte mal, das ist doch nicht das, was ich rein wollte. Das hätte ich ja so reinkommen können. Ah, that shit. Ich muss an die andere Seite rein. Haha, hier muss ich rein. Warte. Da muss ich da irgendwie rein. Oder was? Oder wie? Genau, so. Jetzt. Was ist das hier? Okay. Wieso hackst du dich jetzt hin? Er hockt sich einfach. Ah, Schuckert. Hier ist er. Das ist ja interessant. Ah, Münzbecher. Gib mir die Kohlen. Und eine Brieftasche. Und schließen. Gut. Gibt es ja noch mehr? Das ist ja wie so eine... Ach, das ist eine kleine geheime Schnapsbrennerei. Aha, die Moonshiners sind unterwegs. Oder ist das das Gift, was wir eigentlich benutzen, um die armen Leute, die hier... vorbeikommen und sich dem Saftgelager stellen, abfüllen wollen und dann ausrauben. So aus wie so eine kleine Werkstatt hier. Na gut. Wie komme ich jetzt wieder heraus? Gar nicht, wahrscheinlich. Komme ich nach außen raus? Schade, ich bin gefangen. Okay. Warte, du musst jetzt hier rauskommen. Gib dir Mühe. Wir sind hier drin und kommen die wieder raus. Na, Lasse. Das wäre jetzt ein Witz. Gut. Rutsch mal runter. Das ist ja echt... Gut. Ich war gar nicht hier. Ich war gar nicht hier. Nein, ich war nicht hier. Nein. Das ist Geld, haben wir gefunden. Das ist bloß halt dieser... komischer Überfall da, den finden wir nicht. Okay, das hat mal. Was ist denn das? Das. Dort ist ein Journey Picker. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt eigentlich zu Sadie. Wir fahren jetzt weiter zu Sadie. Wo ist sie? Vielleicht können wir noch diesen dämlichen. Äh,
Nee, Biber wollte ich nicht. Ich wollte diesen. Wo ist er? Ich finde den noch. Ich finde ihn. Ich habe ihn gleich. Da ist er. Lelilegador. Lagras. Der müsste irgendwo hier sein. Vielleicht können wir ihn jetzt triggern. Also irgendwo muss er hier sein. So, da fahren wir jetzt hin. Jetzt versuchen wir den noch zu ködern. Dass wir wenigstens den Alilador haben. Dass wir das auch mal gemacht haben. Ja, ich versuche nichts. Das ist okay. Ich mache nichts. Ich bin ganz lieb. Ich werde sowieso gesucht hier, tot oder lebendig, seht ihr ja alle. Aber den Pick Farm. Ah, da müssen wir wieder zurück über die Bridge. Ist das was zum Knallen hier? Nee. Da ist nichts. Da ist nichts. Die Klappe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist mit der? So, jetzt komm. Nu los. Alter, komm. Jetzt tot? Ah, jetzt ist tot. Schade. Naja, gut. Wissen wir, was ist. Ich hätte sie vielleicht mal am Leben lassen sollen. Aber es ist okay. Nein, aber man ist sicher. Es ist okay. Geh weg. Ja, was wollen die hier? Alles klar. Junge, Junge, Junge. Warte mal, ich brauche meine Waffe. Alles klar, warte. So. Lasst mich doch einfach in Ruhe, Leute. Dann tue ich euch auch nichts. Was zum Teufel wollte ich eigentlich hier? Ach so. Ach, ich wollte. Das hat natürlich jetzt wieder überhaupt gut, ganz gut geklappt. Ja, dann mach's mal hier. Da
fahren wir erstmal weg. Erstmal hier ein schönes Biwak sozusagen. Und uns mal hier ein bisschen Fleisch braten. Und dann suchen wir mal den Alligator, oder? Oh nö, was machen die denn jetzt so? Wo wollen die hin? Ich bin doch gar nicht da. Kopfgeld 95 in der Moin. Na klasse. Na moin. So, machen wir erstmal hier Schläfchen. Schläfchen. So, kochen erstmal. Kann viel kochen. Ich will endlich diesen dämlichen Alligator haben. So, ja, lagern. Das erstmal mal, hä? So, Großwildfleisch mit. Ich habe keinen Sandthymian mehr. Okay. Das ist auch nicht schön. Irgendwas mit Indianertabak muss ich noch herstellen. Ich habe zu viel Indianertabak. So, was haben wir jetzt gehabt? Ja, Schweinefleisch. Lecker Schweinefleisch. Oregano gibt es ohne mehr. Am Ackerminze. Ackerminze ist, ja, way to go. Den nehmen wir. Dann ist cool. Ackerminze kann man nehmen. Habe ja gehört, Schweinefleisch soll gar nicht so gesund sein. Arthur nimmt, was er kriegt. Aber er ist eh so ein bisschen, ne, so halbtot, so. Ist halt nicht mehr viel los mit ihm. Kochen. Das andere Zeug, also das ganze Dosengemüse, müssen wir eigentlich alles zum Hehler fahren. Der Hehler nimmt uns das ja mit reißenden Absatz. Was er selber, das war er selber schön verarbeitet, ne? So Wildfleisch. Oh, Wildfleisch. Abgehangen. Ist mit Ackerminze. Oregano haben wir nicht. Mit Ackerminze, ne? Dann kochen wir das halt mit Ackerminze. Wir müssen halt mal wieder sammeln. Ja, ne?
wild gleich. Mhm. Gut, dann hätten wir es. So, jetzt mal gucken. Spezialarznei. Randsatz. Ist okay. Ich habe nichts mit Indianertabak, was ich herstellen könnte. Das ist ja sehr schade. Warum nicht? Feuerpfeil. Verbesserter Feuerpfeil? Kleinwildpfeil. Haha. Ja, gut. Nö, nee, brauchen wir nicht. Ne? Vergiftetes Wurfmesser wäre auch cool. Wir haben eh plus 3 Wurfmesser. Das ist auch so eine Sache. Wir müssen wieder mal Wildtierfett organisieren. Da müssen wir wieder Bären oder sowas müssen wir. Satz. Gut. Okay, 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 okay. Also. Ja, schlieben wir noch eine Runde. Du hast erst dein Mindestgewicht erreicht. Das heißt. Mindestgewicht. Oh Gott. Morgen. Also wir schlafen mal bis morgen früh. Und dann holen wir uns den Alligator. Schnibilator Alligator. Guten Morgen, Fellas. Gut, Lager abbrechen, ja. Wir sind schon wieder auf der Suche. Die wollen uns schon wieder haben hier. Oh je, Alter, du siehst echt scheiße aus. Junge, was ist mit dir? Ja, ich weiß, TBC. Alles gut. Guck mal auf der Karte. Was ist denn jetzt? Ach, hier ist ein Kopfgeldjäger. Da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja eigentlich dahin. Misty Buggy. Okay, da fahren wir jetzt mal hier lang. Kopfgeldjäger. Weiß ich nicht. Wir wieder zurück. Jetzt geht's wieder nach links. Er hat um 6 aufgestanden, oder was? Halb 6 ist da aufgestanden. Das ist ja der Hit hier. Ja, wir gehen danach zu Sadie. Wer ist eigentlich... Ach, Reverend. Reverend? Hey, warte mal. Was ist jetzt mit Reverend? Fallender Regen. Ach so, da wird auch noch was von mir. Oh Gott. Mit dem muss ich ins Reservoir noch gehen. Machen wir später. Jetzt machen wir erstmal den Alligator. Der Alligator. Ich muss mir erstmal noch ein Caption holen, bevor wir den Alligator wegschnipseln. Ich weiß, ein ganz böser Mann bin ich. Ganz böser Mensch bin ich. Ich bin ganz böse. Oh Gott, wer kann da keiner lang reiten? Was ist das hier?
Mein Armer. Mein Arm ist verwirrt heute. Ja, ja, mein Pferd heißt Plätze. Entschuldigung. Ist okay. Ja, ist okay. Kleine, lass mich jetzt bitte am Leben. Ah, jetzt ist es da. Dann holen wir uns mal hier der dickkalibriges und das kalibrige. Und jetzt, wieso gehst du jetzt weg? Hallo Pferd, bitte. Ist ja gut, meine Kleine. Ist gut. Nein, du sollst nicht abhoppen. Taste falsch gedrückt. Passiert. Komm her, Kleine. Hallo? Der hat mir gerade gesagt, ich habe das Gebiet eines Tieres betreten. Und noch dazu eines legendären. Vanille. Komm her, Digga. Komm. Es ist ja gerade getriggert worden. Ja? Ich möchte gerne das Rolling Block und die halbautomatische. Dann hätte ich gerne noch was zu essen. Junge, Junge, Junge. Halt doch deine Klappe, Junge. Entschuldigung. Du hast mich gestört. Das brauche ich nicht. Ich brauche nur das Fleisch. Ich habe es ja angeblich betreten, ne? Ah, da ist er. Guck mal, jetzt hat er nur getriggert. Guck mal. Wo zum Teufel gibt es hier eine Spur? Irgendjemand von euch eine Spur nehmen. Das kann jetzt nicht sein. Hat das jetzt wieder abgebrochen oder muss ich jetzt irgendwann und hier mit dem Kanu losziehen, jetzt das Vieh holen oder was? Ich will denn jetzt haben. Mit dem Kanu fahren? Nicht das? Okay. Cool. Ah, guck mal. Alles klar.
du gehst mal schön. Ah, hau ab, du. Oh, jetzt war ich erschrocken, ey. Meine Herren, du. Gib mir meine Mütze wieder. Okay, then. Got a good head start on me. Hang on. Where is it? Die Scheißkopf. Wieso, was macht mein Pferd da? Hallo? Ja, jetzt habe ich die Spur verloren. Wegen dir. Oh nö. Hat jetzt hat es das Vieh verscheucht. Oh, ich krieg eine Krise. Nur weil diese Kopfgeldjäger jetzt da sind. Oh Mann, warum? Also okay, ich nehme einfach dieses Ding. Vielleicht finde ich es ja nochmal. Ich hasse diese Kopfgeldjäger. Warum machen die das? Was jetzt wirklich passieren? Ich muss erstmal hier. Da ist was. Oder? Ah, guck mal hier. Ich habe einen Flusskrebs gefunden im Flusskrebsloch. Super. Das ist ja auch richtig klasse. Was haben wir hier noch? Ein König in Frauenschuh. Diese Kopfgeldjäger mich einfach mal in Ruhe lassen. Das Problem, was ich jetzt habe. Die Stürme gerade jagt. Ich kann nicht weiterjagen, solange die Kopfgeldjäger hinter mir her sind. Jetzt sind sie weg. Jetzt gehe ich wieder zurück. Sind jetzt meine Kopfgeldjäger hin.
Hier ist noch ein legendärer Fisch. Was ist das? Ein Hecht oder was? Okay, was ist denn das eigentlich so? Hell und dunkel? Ziemlich komisch, hä? Naja, gut. Also wir probieren das jetzt nochmal. Was ist denn das? Ein Angelbude? Ködergeschäft. Okay, wir können ja das mal direkt zum Ködergeschäft hin. Ustadt, darüber. Wir müssen erstmal Kleinwild freischießen. Haben wir noch Kleinwildfleisch? Wir stehen jetzt mal auf und dann gucken wir mal. Nee. Tatsächlich ist hier halt nichts, ne? Wir gehen erstmal zu Onkel Jochen und holen uns erstmal einen passenden Köder bei Onkel Jochen. Schön längsseits hier ranfahren. Oha. So, aufstehen. Ja, nicht klar. Warum? Arthur, manchmal zweifle ich an deiner Intelligenz. Genau. Was haben wir denn hier? Ladenbesitzer, verkaufen. Was kann man denn verkaufen? Okay, so viel. Ich habe Flusskrebse. Keine Ahnung. Was macht man denn damit? Ich will aber jetzt nichts kaufen. Ich will kaufen. Lebendige Grillen. Lebendige Flusskrebse. Spezialflussgräder. Zu kaufen. Flusskäse. Fluss. Sumpf. Klassische Haf. Das ist immer gut. Klassische Haferplätzchen. Grillen. Würmer. Flusskrebse. Ist ja cool. Also, man könnte jetzt rein theoretisch hier auch eine Runde den Fisch einsammeln. Untersuchen. Was ist das? Geruchstarnungstinktur. Zurück, das ist bestimmt gut. Ist okay. So. Also, wir haben jetzt die Mission, hier diesen Hecht zu fangen. Wo ist jetzt dieser Hecht? Der muss ja irgendwo hier sein. Der muss ja von hier aus. Kannst du den ja angeln. Und ich will dieses blöde, dämliche Krokodil. Ich möchte das haben. Geht einfach weg. So, wir gehen jetzt mal dorthin, wo eigentlich dieser Hecht sein sollte. Das müsste hier sein. So. Kann ich jetzt vom Boot aus angeln? Ich denke nicht. Aber ich könnte von dort aus angeln. Vielleicht. Die Frage ist, nimmt man jetzt hier einen Flusskrebs oder nimmt man jetzt hier so einen Spezialköder für einen Teich? So. Haben wir jetzt hier noch irgendwas, was man gucken könnte? Nein. 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 Okay, da holen wir mal die Angel raus. Das ist Sumpf. Jetzt haben wir einen Spezial-Sumpfköder. Okay, und jetzt gucken wir mal, ob wir den da rausgefackelt bekommen.
Okay. Er will nicht. I got some hook. Come on. No. The line. Damn. Der war ja voll cool. Here we go. Here we go, come on. Anything biting, I wonder. Wir kriegen den schon. That's it, I think, yes. Oh, line, damn. Tja. No, now I'm fishing. Got some.
Gut. Wir kriegen den. Also ich muss praktisch trotzdem festhalten. Come on. Okay. Schade. Ach Gott, ich habe jetzt keine Nerven mehr. Aber es ist okay, man könnte das machen. Aber es ist... Machen wir schon was anderes. Wir suchen jetzt nochmal unser liebes Vieh, den da. Irgendwie müssen wir doch jetzt mal dazukommen, den Guten zu finden. Hier. Was zum Teufel? Jetzt sind die wieder da. Oh Gott, ich hasse Kopfgeldjäger, Alter. Die nerven ihn ja auch extrem, ey. Muss ich jetzt wirklich erst hier weggehen? Geh weg. Ich mag dich nicht.
Gott. Tja, was soll ich jetzt machen? Ich muss irgendwie hier weg. Oder kämpfen. Ich mag aber nicht kämpfen. Jetzt ist es wieder entspannt. Ist doch aber. Das ist übersät von Alligatoren hier. Das ist der absolute Hit. Wir werden mal noch einen Tag warten. Angeln ist jetzt auch nicht so meins noch. Angeln ist nicht so meins. Beim Angeln weiß ich immer nicht, ob es gut ist. So, eh. Wir gucken mal. Bis morgen. Ja. So. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Vielleicht sind ja da die ganzen Kopfgeldjäger weg. Wegen $95, ey. Ja, ich weiß. Ich bin ein böser Mensch. Wasser hat zugenommen. Ich hab zugenommen. Ist ja der Wahnsinn. Warum hab ich zugenommen? Let's go, girl. So. Jetzt kicken wir nochmal hier. Legendäre Fisch. Da sind wir. Wir müssen jetzt. Ja, gut, meine Dicke, ist okay, ist gut. Auch schon wieder. Ey, die Nerven, ganz ehrlich. Ich wär erstmal noch mal hingehen müssen. Ich muss das erstmal. Nützt alles nicht. Wir gehen erstmal auf den Beinhof. Diese Kopfgeldjäger, Alter, die machen mich alle. Was ist denn du kaputt? Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Wo kann ich das nochmal? Ach hier, guck mal, da müssen wir hin. In der Postmeisterei, genau. Genau, da reiten wir jetzt erstmal hin. Dann können wir uns diese Schuld entledigen. Dann sagen wir Sadie Adler auf Wiedersehen. Solange die Sadie Adler, solange die Kopfgeldjäger nämlich dort unterwegs sind, ich habe keine Chance, dieses Vieh zu jagen. Es gibt mir auf den Keks. Ich habe da keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Das wichtig ist wahrscheinlich nicht. Guten Morgen. Für nächste Woche Dienste offen. Mal gucken. Ah, morning, Partner. Get out of the way. Entschuldigung. Ich kriege garantiert wieder vom Bürgermeister irgendeine Information, dass ich irgendjemanden entsorgen soll. Deswegen fahren wir jetzt erstmal zum Beinhof. Ich sehe gar nichts hier. Was ist denn hier los, Jungs? Ja, Würfel müssen wir auch noch. Beziehungsweise Blackjack müssen wir auch noch spielen. Oh hey. Gott, das ist Blackjack Day, Alter. So, Auto, alles gut. Okay, du bist wieder sehr interessant abgestiegen. So, Television. Schönen guten Tag. Hallo. Lass mal Post verschicken. Post verschicken ist immer wichtig. Was haben wir denn hier?
Knochenkoordinaten. Genau. So, dann müssen wir Kraftgeld bezahlen. Been some grip going around here. And I just thought, Na moin. Bezahlt. Jetzt kann man dann in Ruhe. Was da holen? Brief 3 des Bürgermeisters. Ich hab's doch gewusst wieder. Dieser Bürgermeister, Mann. Was ist denn das jetzt hier? Warte mal, nächste Woche. Ich habe vakante Dienste. Warte mal. Wait a moment. Das ist schon wieder sehr schön. Da muss ich dann, glaube ich, erstmal ganz kurz was gucken. Vielleicht mal eine kleine Mini-Pause einrichten. Was ist jetzt mit meinem Bürgermeister hier? Ja, du kannst jetzt aufhören, hier so in diesem Slang zu reden. Lesen. Was will er denn? Verschwinden, stellvertretenden Bürgermeister müssen. Dass sie für die Verdienste in der Stadt eine formelle Lobigung erhalten. Was kann ich mir davon jetzt kaufen? Nichts. Ich hätte gern. Na, ich bin mit dem Bürgermeister von Songhini. Bin ich unterwegs? Ja? Hab für ihn gearbeitet. Wer hier tot oder lebendig gesucht. Aufgrund eines Banküberfalls. Aber. Ja, ein Zeichen der Dankbarkeit. Formelle Belobigung. Ja, danke. Das nützt mir gar nichts. Was soll ich denn jetzt damit? Könnte das vorlegen, wenn ich jetzt irgendwie Probleme habe oder was? Hä? Achso. Schon gewundert, ey. Ich dachte hier. Arthur ist weg. Arthur ist weg. So. Wir fahren jetzt zu Sadie. Sadie möchte mit uns noch eintrinken gehen. Was ist denn jetzt hier? Zack. Sadie. Postkutze. Postkutze ist nicht verfügbar. Na da. Good morning, good morning. Oh, hello. Hello, hello, hello. Oh, guten Tag, guten Tag. What the heck, hat er gesagt. Lass mich in Ruhe, verflucht. Geh weg, rechts vor links. Hast du nie gelernt in der Schule, ne? Weißt du schon. Ganz schlimm. Das seht ihr. Willst du nochmal mit mir lutschen und dann... Ich meine, ja, weißt du schon. There you are. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. So? Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. Okay. Come on. Well, don't we just look the part? What the hell? What is this los here? We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that.
But keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Test doch jetzt mich ein. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. You need to catch your breath, friend. I hope you got yourself in order. Now come on. We all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right then. Come on. We got a hanging to witness. What's delaying you, Arthur? Ich hab mir bloß mal kurz die Gegend angeschaut, Entschuldigung. Was ist denn los mit dir? Wo ist dein Problem? Wie haben sie den eigentlich geschnappt? Wer war's? Look here. Don't the public love an execution? Na gut, er hätte ja das mit dem elektrischen Stuhl immer machen können, das wäre auch cool gewesen, aber... Nö, 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 will er nicht, will er nicht. Hey, we're gonna work. Alright, good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Combs boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Go brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, hey, you know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's turned down there. Sehr gut. Let's go. Quiet. What's it look like? Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah. I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. Yeah. So, they got a guy up on the roof, overlooking the gallows. Find a way up there, on one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I wanna see this bastard swing. Ja, ich weiß, ich habe die schon gesehen. Knallkopf. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Adler. Das ist kein Thema. Wikinger Beil. Freund.
Hey. Ist Schiffen gegangen? Wo ist der Typ? Geht doch schon wieder in der Hose. Der ist da garantiert dort in dem. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges. This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Cole Modriscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. Die Angst in seinem Gesicht, Alter. Die Angst in seinem Gesicht. It is not a task we enjoy, but it is a task we must carry out. Er weiß ganz genau, dass es jetzt vorbei ist. Oh, Dreska. Gentlemen, are we ready? Dieser kleine Mistmade. May God in his infinite wisdom have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Oh. Oh Gott, Sadie. Was macht denn die alle? Oh Gott, was macht denn jetzt so? Ja, ist okay. Na, Rediger, warte mal. Wo sind sie denn? Hallo? Hey, wo sind sie denn? Hallo? Hallo? Ich sehe keinen mehr. Da. Oh nö, jetzt habe ich das Pferd kaputt geschossen. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Entschuldigung. Es wird nie wieder passieren. Nein. Wie konnte er nur? Ja. Das Gewehr ist aber jetzt auch nicht schlecht, ne? Aber ist schon cool. Hat was. Oh Gott, ich muss mal von vorne anfangen. Okay, dann machen wir mal. Ja, wo sind sie? Noch jemand? Da. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Folge mir, Sadie. Sadie. Hier ist noch einer.
Gutes. So, jetzt sind sie wieder alleine. Schütten. Jetzt bin ich ja wieder lebendig oder tot oder so. Keine Ahnung. Na da. Saw the bastard hang okay, but no thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? My dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I, nonetheless, must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything. For everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur. But he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again. And I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself. But you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago. When we were both young. Not because I don't like it. Because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Wir haben einfach mal gar nichts geschafft. Ist okay. Ja, tschüss. Ne? Okay, warte mal kurz. EF. Und von der Regen, fliegender Adler. Alles klar. Von der Regen, fliegender Adler. Was macht der jetzt hier noch? Fort Wallace. Von der Regen. Charlotte. Charlotte? Nochmal zu Charlotte fahren? Nochmal zu Hamish? Hä? Wait a moment. Was ist jetzt? Was ist jetzt nicht richtig hier? Das ist doch eigentlich. Da hatten wir ja schon, ne? Was machen wir jetzt zuerst? Gehen wir nochmal zum Hamish nochmal. Und dann fahren wir nochmal zur Charlotte. Warum? Ist ja gut, Arthur. Ganz cool. Mr. Morgan, you don't look very well. Ja, ich weiß. I'm not, Reverend. I fear I'm pretty sick. I'm so sorry. You seem well, on the other hand. Yes, I've stopped all that silly business. I think I'm okay.
Well, that's wonderful news. How? I don't know. I met a Catholic lady, a nun, and we prayed, and it was lifted. The curse was lifted. Good. I can't believe it. Really, I can't. All those years I wasted. Ja, ist okay. Dann. John. Junge, ich will doch nur hier durch das Scheibenkleisterlager hier. Das ist, geht mir so auf den Sack. Ich darf nicht an dem Lager vorbeireiten. Durch das Lager durch. Der Weg geht genau durch. Ne? Und ich darf hier nicht mit dem Pferd durchreiten. Das macht mich nervlich kaputt, sowas. Ich kann das nicht mehr. Irgendwo war ich noch daneben ein. Mal langsam, Junge. Das hier. Gestürzter Bäumle. Da hinten war dann noch so ein Eingang. Das hier. Ja, das war dieser Nebeneingang. Da ging ja hier oben irgendwo wieder raus. Ne? Das war ganz komisch, war das. Ich weiß es zumindest, weil ich das schon mal gespielt habe. So. Wir gehen erstmal zum Moment. Bin langsam. Hier war der Ausgang. Hier war der Ausgang. Boom. So, zack. Gehen wir kurz hier raus. Gehen wir kurz hier rein. Ne? Was ist hier? Wait a moment. Daniel, du bist echt der absolute Held. Lass die Kiste kommen. Kiste. So eine Truhe, Leute. Wow, Wechselgeldbecher. Oh. Und eine Baldrianwurzel. Ich bin reich. Und Schmuck auch noch. Eine Platinum-Halskettin. Das ist der absolute Wahnsinn. Nur noch mal schnell mal eintragen. Das geht so nicht. Also, wenn ich schon hier das alles mitnehme, dann muss ich hier auch mal gucken. Wo sind wir denn eigentlich hier? Annisburg. Wo ist mein Lager? Hallo? Hallo? Wo sind wir denn? Da. Gut. Hier ist ein. Nee, das ist nicht da. Das ist nicht das. Das hier. Chevrolet, Money, Valorant. Ja, das war das. Okay, das haben wir gefunden. Ist okay. Tschüss. So, das Problem ist, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich wieder raus. Da hinten. Da war glaube ich der Ausgang. Da ging es eine Treppe hoch und dann. Hallo, ich will was sehen. Ich möchte sehen. Genau. Und hier war irgendwie ein Ausgang. Das weiß ich noch. Zack, zack. Irgendwie hier hinten war ein Ausgang. Zack, 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 zack. Da hoch. Hier hoch. Da hoch. Gehen wir so ein bisschen nach oben. Dann irgendwann kam die Leiter und dann kommst du raus hier oben. War wie so ein Geheimausgang, Eingang. Schrägstrich. Hoch und runter. So, hier noch. Genau, und das ist die Leiter. Ja, und hier kannst du raus. Was macht er denn? Arthur, du bist krank, aber kein Legastheniker. Na, also, ich bitte dich. Hallo. I am there. Ich wollte doch eigentlich nur zu Hämisch. Wo ist Hämisch jetzt? Es ist Hämisch weg. Gib mir mein fliegendes Pferd. Ich will den einfach. Hör auf damit, geh einfach weg. Ja, ich weiß. Was ist denn mit dir? Soll ich ihn von seinem Schmerz und mir verärgern, wenn man. This is total madness. I know it is, but I can't stop. No, I can't. Geh einfach. Du bist so dumm. Ist da. Oh Gott, schnell weg. Oh, geh weg. Stopp.
Ich brauche. Wo ist mein Pfeil und Bogen? Da. Wo ist denn das Pferd jetzt auch noch mit da? Oh Junge! Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Wo ist denn deine Miezekatze? Hallo? Komm her! Geh heim. Oh, das macht mich alle, dieses Vieh. Go on, girl. Good girl. Ja, dann gehen wir dann nach hinten zum fallenden Regen oder zum fliegenden Adler. Ich hab keine Ahnung. Einer von beiden. Halt, wir hätten hier runtergemusst. Entschuldige, Plätze, tut mir leid. Ich sehe nur so aus. Ich will nicht schon wieder angeln. Ja, die sind noch da. Der ist nicht da. Der ist gestorben oder was? Hallo? Was ist mit dem? Hallo? Genau. Jetzt sind wir ganz umsonst hier geritten. Moment mal. Wir müssen mal kicken hier. Übelste Flinte, Alter. Ich will es ja nicht unbedingt umbringen. Das muss ja nicht sein, ich habe noch nicht mal Hunger. Okay, dann fliegen wir jetzt zum fallenden Regen. Oder wie war das jetzt? Fliegende Adler. Landet am Strand. Wo war das? Das ist immer der. Wo fahren wir jetzt hin? Das ist die Idee. Entweder ins Reservoir. Wir fahren nochmal zum fallenden Regen. Ne, fliegende Adler. Und was ist denn das jetzt? Der fallende Regen. Na dann los.
Pannenregen, ne? Wie passend hier. Also wir haben jetzt eigentlich nur noch den Panther, den Puma und den Biber. Ne? Das sind die drei. Was ist da vorne los? Haben die Angst? Wieso reiten die so schnell? Was ist mit denen? Wie die Teufel. Willst du mir was schenken, der fliegende Adler? Fallender Regen. Entschuldigung. Das ist ja hier mitten im Nirgendwo hier. Übel ekelhaft. Was? Warum? Was ist hier passiert? Hallo? Ey. Alter, mit Riedeneinschlag hier. Ausgebrannt die Kiste hier. Was ist hier passiert? Hä? Wo ist hier der Weg? Okay, my girl. My girl. Sieht hier vor allen Dingen keinen Weg. Hier ist kein Weg. Jetzt ist ein Weg. Ja. Gott, das will man. Du kannst deine Mutti besuchen gestern. Oh, hauaha. Nein, ich wollte nicht daneben reiten. Ich wollte genau hier lang. Jetzt haben die sie hierher kartiert. Ich finde es nicht schön. Was ist das hier? Was macht ihr hier? Was ist hier los? Hä? Das hier für eine Aktion. Hier werden immer mehr. Also, das ist ja. Ein kleines Bärchen. Na da. Lass mir das Bärchen mal in Ruhe. Okay, ich war ja hier schon mal. Da hinten unten, wenn man dort über den Weg drüber träufelt und. Ja, Quentame, lass es mich in Ruhe. Ich weiß, ich bin ein Bastard, lass mich in Ruhe. Hier war doch irgendwas mit. Was soll das werden? Wenn man hier drüber fährt, warte mal, wenn man hier drüber ist. Muss man langsam machen. Da hinten läufst du nämlich hier drüber. Und jetzt musst du dort gucken. Muss man gucken. Normalerweise solltest du, wenn du hier drüber reitest, eine ganze Schar an Raben hochjagen. Und dann musst du den Raben folgen. Und diese Raben, die fliegen zur Höhle von Bigfoot. Klingt erstmal komisch, aber ja, ist so. Deswegen machen wir jetzt mal langsam hier. Ja. Ist irgendwo hier unten. Weiß ich noch. Das habe ich hier irgendwann mal gelesen. Wir gucken jetzt mal hier unten. Das wird es leider dunkel hier, das macht ihn ja komplett Angst. Musik ist ja schon getriggert worden, von daher muss ja irgendwann was sein. Ich sehe die Raben aber nicht.
gucken wir Spaß und haben hier lang. Mal sehen, was passiert. Ist die Höhle von Bigfoot, weiß ich. Die gab's ja. So ein kleiner, Running Gag. So, Stein. Okay. Aber scheinbar. Das ist diesmal wieder nicht. Schade. Gefailed. Das ist halt so ein karges altes Gebirge, aber es sieht so toll aus, ne? Immer noch. Nach wie vor sieht das immer noch so sehr toll aus. Wo ist Bigfoot? Bigfoot! Oh, you! Alter, du hättest einfach runterlaufen können. Es ist nicht nötig, dass du da mal runterspringst. Oha. Okay. Naja, scheint nicht hier zu sein, der Arthur. Gehen wir mal Spaß nochmal hoch. Findet man da was? Findet man nichts, ne? Hier ist nichts. Nee, ne? Ist da was? Nee. Hallo? Hallo? Ist nicht Bigfoot Höhle. Ai Gott, ne. Wenn wir so unten langlaufen, ist auch nichts, ne? Dann. Schön kaltes Eiswasser. Was ist da? Ist das mein Pferd? Steht da jemand? Hä? Ist doch jemand. Guck mal. Da ist jemand. Da steht jemand, oder? Gib mir das bloß so vor. Ist das bloß ein Busch? Also. Du stirbst gleich, merkst du, ne? Steht da jemand? Da steht jemand. Guck mal, da angelt jemand. Hab ich da gesehen? Den muss ich jetzt fragen. Was ist mit dem los da? Was macht der da? Der hat da vor uns noch nie hier geangelt. Zumindest habe ich das mal gehört. Hier gibt es eine Konversation mit Bigfoot. Bigfoot. Wer bist du? Was machst du hier? Hey, yo. Hey there. Hallo. Na, was bist du für Guter, hä? Jo. Mein Guter, hä? Alles okay? Mein Guter, ne? Jo. Linie gefangen, was ist denn das da? Ein Vogel. Ist okay, wir kommen jetzt nicht weiter hier, leider. Der angelt halt hier. Hey,
Ja, ist okay, wir gehen ja schon. Es tut mir leid. Na da, da fahren wir mal ja zum Kollege hier, fallender Regen. Im Sommer. Wenn es nicht regnet. Gucken, was er für uns hat. Vielleicht müssen wir erstmal schlafen. Du kannst hier keine Waffen benutzen, ne? Das ist mir schon klar. Zu The Indish Man. Zu den uralten Ureinwohnern. Servus. Riesen. I apologize, but there is nothing for us to speak about. Hello, mister. I want no business with you. Ja, ich weiß. Lass mich in Ruhe. Der will kein Business mit mir machen. Na, das ist okay. Das wäre noch. Dominikaner Kuh. Huhn. Entschuldigung. Kuh. Was ist denn jetzt hier? Was habe ich denn verpasst? Habe ich hier irgendwas anderes? Glaubensprüfung. Ja, das mit den Saurierknochen, das müssen wir auch noch fertig machen. Gar kein Bock. Wo ist er denn? Kriege ich jetzt von ihm einen Einlauf oder was wird denn das jetzt hier? Zelt betreten. Na da. Hallo. 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 Come in. Hallo. Servus. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right. But for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I suppose there's much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe.
natürlich. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Der für ein fettes Pferd, ey. Wahnsinn. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. Das klingt ein bisschen wie die Stimme. Ich kann mich täuschen. Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Go on, get out of here! Good. There was no need to harm them. Ist gut, meine Kleine, ist gut. Don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. Okay. So, we don't know each other too well, but I wanted to speak to you about your son. Are you okay, Mr. Morgan? I was there on the raid to steal back those horses and, well, you know something of Dutch, I think. Yes, a little. Mostly from your friend Charles. I don't know why Dutch is getting involved in your situation. And this ain't easy to say, but I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? Oh, sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. This is what I was looking for. English mace. Okay. Let's continue on. So you were saying? I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe there's a way to... Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Careful. There are some steep turns up ahead, but the views are beautiful from up here. Tja, von der Regen. Wo geht's jetzt hin hier? Ich war ja schon mal. Ich bin hier schon mal rumgeeiert, das weiß ich genau. Mal kurz, darf ich mal auf die Mappe gucken? Arthur Morgens Grab, wo ist denn das? Das war doch... Nee. Das ist doch hier drüben.
Mystery Hill Home, das war hier, genau. Und hier wird dann auch später Arthur Morgans Grab sein, da. So, was machen wir jetzt hier oben? Ist egal. Ist kalt. Ich glaube, ich muss mich umziehen hier. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. Ginseng. Ist ja in Ordnung, ich meine, ich habe ja Ginseng schon mal benutzt, so. Mix these together. It tastes awful, but it'll help to keep your strength up. Okay, danke. All right, let's go. It's not much further now. Ist okay. Appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think it, if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. Hast du einen Helm dazu gemacht jetzt? Ich hatte, glaube ich, noch ein vorgefertigtes Outfit, soweit ich das weiß. Wo sind wir denn überhaupt hier? Just up ahead. What's happened? No. It can't be. Waren da vorne schon mal. No. They destroyed everything. No, I need to find the Chinupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Chinupa is gone. Of course. What? Yeah. Okay. Ceremony. Where is Chinupa? There must be some clues to what happened here. Sure looks like they was doing some drinking.
cannot believe this. There's some logs here they must have used as kindling. Scheiße, Junge. Gibt so viele Hinweise hier. Was nehme ich als erstes? Ist mal da hinten. Das ist ein Kampfgang. Was ist denn das hier? Noch eine Flasche. Sie haben ihn weggeburnt hier. Whisky. Bastards are having a party up here. Okay. Irgendwas werden wir schon finden. I found something. There's some whiskey here. Warte mal, Bourbon? Nehmen wir mal mit. Wird verkauft. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well. Ja, zum Teufel ist Chanupa. Ja, du hast da auch eine Flasche gefunden. Das ist okay. Was soll ich denn jetzt machen mit dir? Deswegen hast du mich jetzt doch hergelockt. Noch ein schwarzgebrannter. Ich bin vorhin dummerweise von der Seite gekommen, ne? Ja. Quick, Mr. Morgan. There's someone down there. Das ist mir schon klar. Und weiter? Was soll ich jetzt machen? Do you have any binoculars? I have a fernglas. Take my glasses. Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back. Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go. They know why you'd come. I don't have any money. Nah, I don't need your money. Please see if they have our sacred items. But try not to hurt anyone. I'll try to ensure that they never even know I'm there, but actions don't always go the way you plan. Na dann. Schauen wir mal. Wupp, wupp. Wuppi, wuppi. Ich habe natürlich, warte mal, die richtige Waffe dafür. Das. Das und dann nehmen wir noch das. Wuppi, wuppi. Wuppi, wuppi, wuppi. Ja, ich weiß schon. Star Wars Episode 4. Ich könnte mal wieder angucken. Wuppi, wuppi. Was zum Teufel muss ich eigentlich jetzt machen? Kaugummi kauen. Wahrscheinlich, okay. Salz ins Fleisch. Bewegen Sie sich in den Radius. Und killen einfach alle. Okay, da läuft schon mal einer. Was soll ich jetzt machen? Ach, klappert der Arm. Was ist da los?
Bedeutet das, dass wir töten können oder nicht? Okay. Das war jetzt lief jetzt nicht irgendwie geplant. Entschuldig, mein Freund. Oh Gott, ich bin total daneben. Wo ist meine Waffe? Gib mir mein Beil wieder, du Arsch. Die Omi-Hut. So, meine Freunde. Wo ist jetzt das Gelumper hin? Sind wir das? Wuppi, wuppi. Okay, oder? Ah, das Waffenöl. Das ist gut. Das nehmen wir. Da muss ich nämlich gleich mal meine Waffe backen. Wuppen. Das ist nämlich gar nicht gut. Gegen R und reinigen. Schöne, gute Vulkanik-Pistole, ne? Ich kriege ja noch irgendwo eine, hab schon noch von Midnight oder so. Ich weiß nicht, wie die hin ist. F zurück. Stimme, sonst brauchen wir nicht. Eine Garre. Eine leckere Garre. Also hier findet man auch nichts. Eine zerlegte Waffe liegt da. Okay. Wenn jetzt hier nichts ist, Mais. Immer gerne genommen. Das wird ein Problem, wenn wir hier nichts finden. Dann waren wir einfach nur da und haben nichts gefunden. Jetzt quasi schade, Alter. Alles zerlegt hier. Ich glaube, das war keine gute Idee. Wuppi, wuppi. Die Hose, die hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, ne? Aber.
Naja. Gehen wir hier mal zu verlassenen Hirsch. Fallender Regen. Ja, das ist es. Kann ich mehr. Alles alle. Kann man Biscuit essen. Zack. Whoopi whoopi chupa noopi. Here. I got your things, I think. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, maybe I can calm my people. Maybe I can calm my son. I hope so. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Mm-hmm. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Na gut, wisst ihr was? Ja, wir machen jetzt hier erstmal ein Päuschen. Hämisch. Wir probieren es nochmal zum Hämisch zu kommen. Das machen wir jetzt noch kurz. Wo ist es mein Horst? Okay, girl. Been a while. Komm. Du hast keine Angst haben, wir schwimmen jetzt darüber. Ne, machen wir. Komm. Du kannst schwimmen. Sehr schön, machst du das. Ein tolles, tolles Tierchen. Ich kann ihm das nicht geben, weil er schwimmt wahrscheinlich. Das ist ja der Hammer. So, Hamish, jetzt probieren wir es noch einmal. For a hunt. I did. There's this huge she-wolf been stalking me the last few nights I've been out, but she can wait. Let's talk a while. Sure. So what do you do? Me? I'm a wanderer. I was born further north, but I spent a lot of time out west. It's funny. I never saw myself as a wanderer man. The bodies lay so thick, they could have walked across the whole field without your boots touching mud. Those were bad times. Mm. Yes, they were. Would you like some more coffee? Please. Ooh-wee!
What have we here? Yeah, she's right across there. That close. She's acting brazen. Come on. Let's mount up. Come on. She went around to the left, around the lake. She's down here somewhere. Hey there, girl. She's not gonna wait around. Giddy up! Wolves shouldn't come so close to people. Yeah, it's strange. When the whole country was wild, they could go where they liked. Now they're stuck hiding in the few corners of wilderness we got left. It's a feeling with which I can sympathize. This ain't a country for wild animals, nor wild men. You hear that? Yep. Quickly now, this way. Up there, on the outcrop, see her? Let's go around it. Okay, I'm with you. We're on to her. Come on. Okay. Damn! I can't see her. Let's get up to the top. Have a look around from up there. Bill loves hills, don't you? You eat him up for breakfast. Whoa there. What we got here? Is that a fresh kill? Could be. Is the blood set? Let me take a look. That was her dinner. My guess, she's gone somewhere over there. Well, there's a whole lot of over there. That's the problem. Diese scheiß Fährte. Ich weiß nicht. Hä? Ach da. Guck mal. Ist gut. Ja, ist gut. Hallo. Getroffen. Oh Gott. Ich würde ja gerne. Ich bin ein alter Mann, Junge. Der ist geritten, Junge. Oh Gott. Thank you.
Hamish ist gestorben. Hä? Why? Hey, up there. Is that the she-wolf? Oh, Lord, there's more of them. We've walked into something here. Ram Tom! Whoa! You alright? I was ready to offer my complete and unconditional. Yeah, I don't think the wolves would have shown much mercy. That's quite an ambush he led us into. Yeah, bushwhacking, I'd call it. Huh? Goddamn! Over here! Over here! So. You all right? Yeah. Damn. Big son of a bitch. Is that all of them? That's the best of them. Look at them. Proud thing. Scary thing. They brought us here to be slaughtered. You were after a hunt. Yeah. Yeah, and I guess I got hunted. You going back to the cabin? Nah. Still early. We'll stay up here a while. Dress this animal. Won't likely see another like him for some time. Yeah, I hope I won't either. Thanks for taking me out. Yeah, anytime. You want to go out again? Yeah. You come by and see me. So long, then. Yeah. Wait. Here's a pelt. Thank you. You earned it. So long. Oh Junge, ich lasse doch die ganzen Wölfe hier liegen. Oder nein? Kopfbedeckung. Hämischzäune. Okay, cool. Hey, das ist ja cool. So, was haben wir denn hier? Häuten. Ja, damit. Alles meins. Ah, das kannst du irgendwo weglegen. Ja. Ist halt nicht so gut. Was haben wir hier? Almost a shame we killed it. Mitten? Ich nehme nur die guten. Angenommen, es ist jetzt ein. Wäre viel schlecht. Nee, machen wir weg. Aber ein Herz. Ein Herz ist gut. Aber ich glaube, wir haben das dann erstmal geschafft, Leute. Ich denke mal. Schlecht. Schlecht. Das ging ja schnell mit den Häuten. Was ist mit ihm jetzt hier? Okay. Na dann, Kollege. Schön, dass wir hier waren. Wir haben jetzt noch im Repertoire Fliegende Arten, Mika Bell, Charlotte. Okay, es ist noch ein bisschen zu tun, würde ich sagen. Trotz alledem würde ich sagen, ich verabscheue mich bis heute. War eine sehr schöne Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja? Also, oder rein. Bis später.